Ja, auf alle Fälle. Ich würde sagen, ja, Museen sind generell inspirierend und ich finde vor allem die Sache spannend, dass Museen ja oft eine Ansammlung von Werken von verschiedenen Künstlern zum Beispiel oder verschiedenen Objekten, Sammlungsobjekten zu einem Thema sind oder eben eine Ansammlung von mehreren Werken von einer Person ausgestellt wird. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil man dort eine Ansammlung von Dingen, Werken, Kunstwerken sieht an einem Ort, die man sonst ja eigentlich nicht gemeinsam sehen kann. Ich würde sagen, ich sammle nichts Bestimmtes, so keine einzelnen Gegenstände. Ich sammle wahrscheinlich Strumpfhosen, aber ich denke, ich bin vor allem eine Sammlerin von verschiedenen Materialien. Also ich kann mit sehr vielen verschiedenen Dingen was anfangen, um wieder irgendwas zu nähen, was zu bauen. Ich sammle auch gerne Holz oder eben Textilien, also all diese Dinge, womit man dann wieder was machen kann. Zu den Gegenständen, die ich nicht missen möchte, kann wahrscheinlich Werkzeuge. Und ich habe so ein Stanley-Messer, das so eine bestimmte Klinge im 30-Grad-Winkel hat. Das ist eines meiner Lieblingswerkzeuge. Also auf das würde ich nicht gern verzichten, denke ich. Der Anlass von dem Video ist ja die erste Arbeit von mir, die in eine öffentliche Sammlung geht. Deswegen empfinde ich das gerade schon als eine Ehre und irgendwie als was Besonderes. Ja, ich glaube, es ist einfach was Besonderes. Wie das mal später ist, weiß ich nicht. Und privat gibt es schon aber Leute, die irgendwie mehrere Sachen haben. Das ist eigentlich schön, wenn man die eigene Arbeit so in anderen zu Hause sieht. Das finde ich auch schön. Und in einer öffentlichen Sammlung, ja, das ist irgendwie nett. Aber es ist irgendwie auch komisch, weil es verschwindet ja dann in einem Archiv und man weiß irgendwie nicht so genau, was da jetzt passiert und was da passiert beim Inventarisieren und wann man es wieder sieht und ob man es wieder sieht. Ja, es ist auf jeden Fall spannend.